Wenn man im Leben Ziele hat, haben sie ein Preisschild. Das beinhaltet Schmerz, harte Arbeit, Belastbarkeit. Das ist ein sicherer Weg, um dich zu ruinieren. Du beschwerst dich über alles im Leben, weil du alles hart tust. Wenn sich deine Intelligenz einmal gegen dich gewendet hat, kann dich keine Macht im Universum mehr retten. Das ist alles. Ich denke, Schmerz führt zu Wohlstand, und wenn man im Leben Ziele hat, haben sie ein Preisschild. Das beinhaltet Schmerz, harte Arbeit, Belastbarkeit. Und wenn das der Fall ist, warum scheuen dann viele Menschen den Stress? Weil ich auf einer individuellen Ebene, solange ich am Leben bin, Ziele erreichen will, und das wird mit viel Stress und Schmerz verbunden sein. Und dann kann ich mich ausruhen, wenn ich unten bin. Dann werde ich mehr Zeit im Grab verbringen als außerhalb des Grabes. Glaubst du, dass dies die richtige Mentalität ist, oder was ist dein Kommentar zu diesem Ansatz? Nein, dies ist ein sicherer Weg, um dich zu ruinieren. Das ist ein schwerwiegender Fehler, den die ganze Generation von Menschen gemacht hat. Dass, wenn du studierst, wie sollst du studieren? Hart. Du musst hart studieren. Wenn du arbeitest, wie sollst du arbeiten? Du musst hart arbeiten. Warum haben sie dir nicht gesagt, dass du freudvoll studieren musst? Warum haben sie dir nicht gesagt, dass du liebevoll arbeiten musst? Nein, du musst alles hart machen, und dann beschwerst du dich. Du beschwerst dich über alles im Leben, weil du alles hart tust. Es gibt substanzielle medizinische und wissenschaftliche Beweise, die es dir belegen. Nur wenn du dich in angenehmen Zuständen der Erfahrung befindest, arbeiten dein Körper und dein Gehirn am besten. Ist es wichtig für dich, dass du jede Tätigkeit im Leben gut ausführst, dass dein Körper und dein Gehirn gut funktionieren? Hallo? Hallo? Ist es wichtig? Sagt mir, wenn ihr gestresst und ängstlich seid, funktionieren eure Körper und Gehirne dann am besten? Unser Körper kann dagegen immun werden, und das ist wie, du weißt schon, wie im Fitnessstudio. Wenn ich meinen Muskel belaste, wächst er, wenn er bricht. Nein, auch wenn du freudvoll rennst, einen Berg besteigst, ein Spiel spielst, werden die Muskeln trotzdem kräftig. Hallo? Unter Stress würde es aber besser werden. Er würde brechen und dann besser zusammenwachsen. Nein, 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 nein. Schau, Stress bedeutet, ihr findet immer mehr und mehr exotische Wörter dafür. Jemand sagt Stress, jemand sagt Anspannung, jemand sagt Angst, und so geht es weiter. In Ordnung, es gibt viele, viele Namen. Es gibt heute 72, 74 verschiedene Arten von psychischen Erkrankungen, die sie identifiziert haben. Viele exotische Namen. Im Grunde ist es nur das. Deine Intelligenz hat sich gegen dich gewendet. Wenn sich deine Intelligenz einmal gegen dich gewendet hat, kann dich keine Macht im Universum mehr retten. Das ist alles. Wenn deine Intelligenz für dich arbeiten würde, würdest du dies glückselig oder gestresst halten? Bitte sag es mir. Du triffst deine Wahl. Ich werde dich jetzt damit segnen. Wenn deine Intelligenz für dich funktionieren würde, was ist dann deine Wahl für dich? Glückseligkeit oder Gestresstheit? Was du für deinen Nachbarn willst, mag fraglich sein. Du weißt, woanders sind wir Nachbarn.